mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Ah, es ist endlich wieder mal Tag. Hab mich noch nie so über Tageslicht gefreut. War nicht mehr weit. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Ja, super, Mr. Wake. Ich steige aus dem Auto aus und habe schon wieder nichts. Keine Taschenlampe, keine Waffen. Wofür sammle ich denn das alles, wenn der Depp das schon wieder hier im Auto vergisst? Was passiert denn, wenn ich hier wieder einsteige? Ach, ich kann jetzt sogar fahren. Das ist ja praktisch. Wie steige ich aus? Schritt für Schritt, fast unmerklich. Hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Ja, so ein bisschen bist du wirklich geistesgestört. Was haben wir denn hier hinten? Können wir ja mal gucken, aber anscheinend ist hier einfach das Ende des Weges. Zwar keine unsichtbare Wand. Tagsüber wurde ich verfolgt. Die Brücke war zusammengebrochen, kurz nachdem ich sie passiert hatte. Ja Mensch, so kann man natürlich auch ein Gebiet begrenzen. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Wagen und fahren da mal ein Stückchen weiter runter. Warum ich jetzt natürlich keine Taschenlampe und keine Waffen mehr habe, das muss man ja natürlich jetzt nicht so verstehen. Boah, Wake völlig außer Atem, voll hier am Schnaufen im Kopfhörer. Sollte mal ein bisschen Fitnesstraining machen, von so einem kleinen Dauerlauf schon außer Puste. Mann, Mann, Mann. Ja gut, dann steigen wir doch mal hier in die Karre ein. Und fahren mal ein Stückchen. Wie war das denn jetzt? Achso, da war fahren. Wow. Halt! Stopp! So. Das war Bremsen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was Lichtverstärken war, aber ich hoffe mal, das brauche ich jetzt auch nicht. Oder wenn es relevant ist, steht es da vielleicht nochmal. So. Wird das da hinten schon wieder dunkler oder meine ich das nur? Oh, da haben wir einen Parkplatz. Muss ich jetzt hier anhalten? Da vorne komme ich sowieso nicht weiter. Boah, dreht sich die Kamera schnell. Hilfe! Stopp, stehen bleiben. Ich will aussteigen. Mir mal hier die Autos angucken. Und ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. Kann jetzt ja nicht ganz so falsch sein. Was haben wir hier? Oh, ich kann ja sogar Jeep fahren. Der hat mehr Lampen drauf. Oh, dann nehme ich doch den Jeep. Mehr Lampen ist immer besser. Ha! Er hat doch da vorne voll das Flutlicht. Damit kann ich die doch richtig grillen. So, wo muss ich denn hin? Boah, klingt ja wie ein Rennwagen hier, das Moped. Aber da habe ich auch nichts, was ich einsammeln kann, wa? Also fahre ich hier mal rum. Da habe ich eine Seite. Nee, oder? Was blinkt denn da? Nee, oder? Was ist das denn da am Stein? Das ist so hell. Irgendwie nur ein Licht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kann ich hier querfeld einfahren? Muss ich querfeld einfahren? Hier gibt es ja anscheinend mehrere Wege. Upsa, da haben wir noch eine Seite. Oder ist das schon wieder nur eine Reflexion? Nein, es ist nur eine Reflexion. Das Licht verwirrt mich. Da haben wir einen Weg. Aha. Ja, der Jeep ist ja verflucht praktisch. Ah! Nein, ich habe ihn, glaube ich, geschrottet. Geh weg! Böser Baum. Oh, oh. Ja, ich fahr mal hier runter. Uah! Boom. Gleich ist der Wagen Schrott. Ach, scheiße. Ich habe doch gesagt, ich kann kein Auto fahren. Mann, Mann, Mann. Na gut, ich fahre noch mal kurz hier zurück. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber da war eigentlich
von dem Minimap-Punkt, glaube ich, der richtige Weg. Wow, voll der Racing-Truck. Ach, hier stand ich, ne? Hier stand der Wagen. Und da war die kaputte Road. Die will ich mir doch nochmal angucken. So, da will ich rum und hier und da und genau, hier mal anhalten. Beziehungsweise mal gucken. Da war die Brücke kaputt und da bin ich unten durchgefahren. Verstehe ich. Also gibt's hier nichts. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht noch eine Seite liegt. Oder ein Kaffee. Oder beides. Aber ist nicht der Fall. Gut, dann können wir ja weiter. Hier, wow, durch diesen Bachlauf. Er hat ja so ein bisschen an Motorstorm hier. Wie? Wow. Voll die Driftkarre. Ich hoffe, ich übersehe jetzt halt hier bei dieser wilden Fahrt nichts. Das wäre ja ziemlich unfair. Wow. Hilfe. Schön rumgedriftet. Aber ob ich damit die Pole Position erreiche, das bleibt fraglich. Mein Gott, die Karre quält sich hier den Berg hoch. Explodiert bestimmt gleich. So, was haben wir denn hier? Neues Auto. Neuen Jeep. Ich steige mal aus und gucke mir mal hier die Hütte an. Ja, noch ein Kontrollpunkt erreicht. War ja dann wohl wieder nicht ganz falsch. Ja, macht dann mal hier das Radio an. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht. Wobei ich gerade verstanden habe, als er gesagt hat, Batman. Batman. Ja. Da komme ich nicht weiter. Da habe ich jetzt quasi die Straße passiert und bin hier lang. Das verstehe ich. Also muss ich da weiter. Hat er einfach das Böse mal hier die Brücke kaputt gemacht. Und da haben wir noch ein Fahrzeug, was ich jetzt nehmen könnte. Oder hier diesen qualmenden Jeep. Ich nehme mal weiter den Jeep. Ich hoffe, der explodiert nicht irgendwann. Dass das Spiel nicht so realistisch ist. Das wäre jetzt nicht so schön. Aber der hat halt so schön viel Licht. Und da bin ich halt Fan von. Zumal ich halt keine Taschenlampen mehr gerade habe. Wow, die Brücke knarrt. Gut, wo müssen wir denn hier weiter lang? Wir müssen uns hier den Bergweg hochkraxeln. Was steht da? Slow Visible... Was? Visibility Limit? Limited. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Also langsam fahren, begrenzte Sicht. Mein Gott, klingt der Wagen. Wie so ein hochgezüchteter Formel-1-Rennwagen. Brumm, brumm. So, da oben haben wir einen Aussichtspunkt. Und eine weitere Karre. Wie gehört die denn? Ja, gucken wir doch mal rein. Also nicht in die Karre, sondern... Oh Gott, da ist wieder so ein Dixie-Klo. Ich hoffe, da wird nicht wieder von so dunklen Mopeds bewacht. Nö. Aber Mist, auf Klo gehen kann ich trotzdem nicht. Scheiße, schon wieder hier. So, was haben wir denn hier? Ein Aussichtspunkt. Vielleicht kann ich da ja mal ein bisschen in die Ferne spähen. Und gucken, was mich da hinten erwartet. Nö, haben wir nur wieder... War ich hier nicht schon? Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Hier war ich doch schon, oder ist das genau derselbe Aussichtspunkt? Nee, ist er nicht, weil hier keine Dinger drauf sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe oder fahre im Kreis. Nur jetzt halt einmal bei Tag. Komisch. Naja gut, mein Orientierungssinn ist halt nicht der beste. Aber ich glaube, bei dem anderen Aussichtspunkt waren Ferngläser drauf und da jetzt nicht. Naja gut, aber sonst haben wir da ja nichts gehabt. Keine Aussichtspunkte, keine Waffen, keine Taschenlampen. Und natürlich das Wichtigste, kein Kaffee. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine... Stopp, anhalten, bremsen, aussteigen. Ist das denn eine Kirche? Oder so ein Silo-Lager? Ach nee, das ist so ein... Hä? Was ist das denn für ein Haus? Und wer baut das so mitten am Abhang? Beim kleinsten Windstoß bricht das Ding noch zusammen und fällt runter.
Oh Mann, ey. Aber das muss ich mir mal angucken. Ah, das ist eine... Ah, so eine Kistenverschiebungsanlage. Verstehe. Was gibt's denn sonst noch hier? Nix anscheinend. Finde ich ja verwirrend, dass die so viele Sachen hier hinstellen, die einfach so rumstehen, aber keine Bedeutung haben. Hätten sie ja mal tatsächlich irgendwas reinfüllen können. Also nicht unbedingt Gegner, aber halt eben Manuskripte oder halt so Zeuggedöns. Na gut, fahren wir weiter. Muss halt sagen, im Moment am Tag wirkt es nicht ganz so bedrohlich, das Spiel. Uah, Hilfe, ich will hier nicht runterfallen. Boah, voll der Drift hier wieder. Bright Falls Coal Mine, Washington Mining Company. Ne, Corporation, nicht Company. Visitor Parking. Nein, ich bin kein Visitor, ich park links. So, was habt ihr davon? Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Naja, dann lesen wir uns doch mal hier ein paar Infos durch. Obwohl der Bergbau zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an die jedoch schwer ranzukommen war, und die vulkanische Aktivität in der Gegend machte die Minenschächte besonders gefährlich. Ja Mensch, ist ja fast wie im Ruhrgebiet, nur dass es hier keine Vulkane gibt. So, da haben wir schon wieder ganz viele gefährliche Klos, da gehe ich jetzt nicht hin. Wo ist denn hier das Hauptgebäude? Ah. Museum Entrance. Also kann ich mir das hier angucken, weil das da hinten wahrscheinlich der richtige Weg ist. Ah, hat sich doch gelohnt. Hier kriegen wir doch noch einen Kaffee. So habe ich das doch gerne. Jetzt hätte ich mal gerne noch ein paar Infos. Manuskriptseiten, was hier jetzt gleich in diesem Museum passiert. Ach, wenn man davon spricht, hier liegt ja eine. Zack. Und direkt mal durchlesen. Sarah im Radiosender. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Aha. Naja, aber für die Dunkelheit, glaube ich, kann ich nichts. Also ich kann mir ja... Ich habe mir das ja nicht gewünscht, dass der Dunkle sich hier meine Geschichten aussucht. Na, hier können wir wieder was lesen. Ein Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefer gelegenen Tunnel oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historische Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Aha, aha. Ja, was die hier ausgebuddelt haben, das möchte ich lieber nicht wissen. Ist ja fast wie in diesem Film. Oh, wir haben hier mal ein... Ups. Caution. Ja, bloß aufpassen. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen.